Der Fug. Und dann soll er mal diese blöde Dusche reparieren. Das tun wir wieder in sein Inventar. Wo ist sein Inventar? Da. Diese Dusche würde ich gerne reparieren und ich würde ihm gerne so ein Bastelding kaufen. Wo auch immer das ist. Visiten, nee. 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 Hier vielleicht? Fähigkeiten, hier müsste das doch sein. Klavier? Ah, hier, Werkzeug. Werkbank. Oh! Ist ein bisschen groß. Den Schreibtisch nicht hier rein tun. Dann diese Werkbank. Nein. Aber ich könnte das Bett. Ich tue mal diese blöde Dusche hier rüber. Ja, wir stellen jetzt noch mehr Blumen. Nee, die Blumen stellen wir hier hin. Das könnte ganz gut ausschauen. Die standen noch gerade da drauf. Warum kann ich die jetzt hier wieder nicht drauf tun? Da! Jetzt. Dann dieses Buch hier rein. Dann nochmal. Wie groß ist dieses Teil? 2x3. Das könnte problematisch werden. Da passt es auch nicht wegen der Tür. Wenn ich die Tür dahinter tue, dann könnte ich das hier rein tun. Dann muss ich nur den Rest irgendwie. Ja, das könnte klappen. Glaube ich. Keine Ahnung. Da hängt dieser blöde Fisch, den wir irgendwann mal gefangen haben. Warum ist die Wand hier eigentlich so? Ich habe da eine Idee. Wir machen Ralfs Raum einfach, oder können wir das so machen? Nee, können wir nicht. Okay, wir nehmen jetzt das hier. Und ach so, nee, das geht nicht. Können wir die Wand eins hinter? Ja, dann können wir hier die Tür reintun. Haha! Manchmal habe ich schon meine schlauen Momente und jetzt würde ich das hier gerne wegtun. Und dann gerne das hier so. Hehe, und dann das hier so. Ja, das könnte klappen. Ja. So, Wände wieder runter. Ja, das sieht doch schon deutlich besser aus. Jetzt können wir hier nämlich so eine kleine Bastler-Ecke bauen. Bastler-Ecke. So. Oh, ist das Ding riesig. Ach du Scheiße. Nee, Moment. Ralf soll mit dem Kopf da schlafen. Nee. Das löst unsere Probleme, glaube ich, noch nicht so wirklich. Und das... Achso, nee, das war die... Das war die Flurlampe. Können wir die nicht hier irgendwo? Nein? Hier können wir die hin tun. Und das ist die Ralf-Zimmerlampe. Wenn er hier hinten noch durchkommt, dann könnten wir das ja mal so lassen. Bett nicht hin tun, wäre das zu eng. Ja, Oma stellen wir mal hier dazu, dann kann die dazu gucken, was ihr Kleiner so macht. Da können wir hier. Moment mal, ich muss mal kurz was gucken. Können wir hier noch einen? Ja, wir können noch eins dazu geben. Perfekt. Dann machen wir das doch so und so.
dann ist man auch geschützt, wenn man hier unten reinkommt. Bei der Haustür. Das war geplant so. Und hier drinnen. Nein, ich wollte nicht die Fliesen, ich wollte die Wand. So. Perfekt. Oder? Nein! Ich weiß irgendwie gerade gar nicht, was ich wollte, um ehrlich zu sein. Scheiße. Hier kommt man auch nicht mehr durch. Kann ich denn noch eins dazu geben? Ja! Oh Gott, Entschuldigung, es tut mir so leid. Ich hätte es einfach auf den Dachboden stellen sollen, dieses Scheißteil. Ah. So, jetzt müsste er aber durchkommen. Jetzt können wir das Bett von mir aus auf schräg hier reinstellen. Oh nee, dann kommt man nicht mehr durch. Och nein, wir hätten auch die ganze Zeit... Wir hätten es auch einfach so machen können. Ja, nee, Moment. Das machen wir jetzt. Das erscheint mir schlau. Moment, Moment. So. Ja, so hätten wir es die ganze Zeit machen können. Oh, ich wette, ihr werdet schon wieder alle daneben gesessen sein und geschrien haben. Scalia, du kannst es so machen! Scalia, sei nicht so dumm! Aha. Entschuldigung. Ist doch jetzt nicht so schön, der Raum. Egal. So, jetzt kann Ralf hier nämlich ein bisschen basteln. Emily und Johnny unterhalten sich noch. Die sollen mal zusammen ein bisschen was spielen. Beziehungsweise Johnny soll... Ah, er isst jetzt was? Okay. Perfekt. Ah, und hier... Oh Gott, hier passieren die ganze Zeit Dinge. Ja, Chantal soll sich mal verabschieden, weil die wird langsam echt müde. Now what do you need? Hallo, mein Sushi-Röllchen. Komm her. Schäfer. Tschüss. Oh. Und jetzt nach Hause. So, und sobald Johnny was gegessen hat. Ach, der ist müde. Mist. Emily? Nö, Emily ist noch nicht so müde. Hä, jetzt haben wir schon zwei von diesen Dingern im Haus. Hilfe. Es werden immer mehr. Ich will das eigentlich nicht, dass die da alle sind. Johnny soll dann, wenn er fertig ist mit Essen, sich noch schnell um die Kleidung hier kümmern. Kriegen wir irgendwie für jeden Sims einen Gartenzwerg? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil so viele Gartenzwerge hier sind. Ja, Johnny, mach das doch bitte. Nein? Oh, er ist zu müde, um irgendwas zu machen. Okay. Ah, dann schlafen. War das überhaupt sein Bett? Ja, doch schon. So, Ralf und Oma an der Werkbank. Au! Ich hätte mir vielleicht nicht mit dem Hammer direkt auf die Finger hauen sollen. Ralf, was baust denn du da? Und noch ein bisschen Feuer dazu und vielleicht noch ein bisschen hier auf der Metallplatte schrauben, ohne Schrauben. Vielleicht sollte ich die noch ein bisschen biegen mit meinem Schraubenzieher und nochmal draufhämmern und sie scheint sich nicht zu bewegen. Ein bisschen Schrott dazu, da war übrigens ein Plastikpapier-Wrapper-Ding dabei. Ralf, ich glaube, du machst das nicht unbedingt richtig, wenn ich dir mal meine professionelle Meinung sagen darf. Oh, war das Opa? Das Foto hier. Ralfs Opa war auch Erfinder. Er hat Ralf erfunden. Das war leider nicht seine beste Erfindung. So, Chantal geht auch ins Bett. Wie viele
Gartenzwerge haben wir in diesem scheiß Haus? Und warum beten die alle das Klo an? Boah, Baxter Salat. Emily, schnell, kümmere dich um den... Um den Garten. Emily, der Garten. Vielleicht kann Emily jetzt die Gärtnerfähigkeit lernen. Boah, Ralf, das sieht da schon eher nach... Ne, das sieht immer noch nichts aus. Okay, Johnny pennt. Chantal pennt. Mit offenen Augen. Johnny zu Hause besucht. Ihr seid verwandt. Ich glaube, Emily hat es immer noch nicht so wirklich kapiert, wie diese Welt funktioniert. Kann sie sich eigentlich selber hier mal... Nee, kann sie nicht. Aber sie kann danach an Gärtnereiunterricht teilnehmen, was vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Ich würde irgendwie Emily gerne wiederbeleben, wenn das funktioniert. Ich habe immer noch keine Ahnung, was Ralf da baut. Handy! Ja, unterbrich das mal. Komm, Ralf, kümmere dich noch schnell um die Wäsche. Wo düst Emily denn dahin? Achso, die geht zum Gärtnereiunterricht. Was sollten wir für ein Upgrade machen? Dusche verbessern. Ja, dann machen wir das noch schnell. Was ist das hier? Ah, oh, die haben alle so viel Zeug, was sie machen wollen. Sie will wieder mit Ethan rummachen. Und erfinden will sie lernen. Nee, nee, Chantal, du bleibst dumm. Es tut mir leid. Wir sollten Chantal mal irgendwie berühmt machen. Sie kann ja nicht auf ewig hier so eine Schönheitsdingens-Diva bleiben. Dazu müssen wir uns, glaube ich, an irgendwelche Stars ranschmeißen. Dem müssen wir Bericht erstatten. Was müssen wir denn da machen? Moment. Ach, charmant müssen wir sein. Das habe ich immer noch nicht rausgefunden, wie man jemanden charmant begrüßt. Weil Chantal einfach keine Freunde hat. Ah, oh Gott, was ist mit Ralf los? Ralf? Ralf? Jap, du solltest ins Bett gehen. Nee, du solltest erst ganz kurz ein bisschen schlafen. Und dann aufstehen und dir was zu futtern machen.